ein Fachgespräch zur Realisation der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der Sozialsprecher der Grünen, Karl Oellinger. Bis auf Schnee aus dem Parlament. Feuer durchlaucht. Schnee aus dem Parlament? Schau. Gibt's auch. Ja, wir halten nichts davon, aber wenn die Parlamentarier glauben, dass sie ein bisschen schneller hakeln dadurch. Ah, schon wurscht, ne? Schau. Nicht schnupfen. Husch. Ja, vielleicht doch. Oellinger. Es freut uns sehr, dass er da ist. Danke, ja. Durchlaucht. Mich auch. Er ist ja nicht nur ein Sozialsprecher, er ist ja auch wirklich ein sozialer Mensch, ne? Ja, Zeiferstein. Der hat nämlich aus freien Stücken 5 Listenplätze aufgegeben, damit er die anderen vorlässt. Das finden wir wunderbar. So sozial ist er. Ganz freiwillig, ne? Ja, sicher. Ja, das ist ihm direkt ins Gesicht geschrieben, die Frage. Lässt er beim Bieler bei der Kasse auch immer alle 4? Ich stehe immer in der falschen Schlange. Nein, wir reden jetzt nicht von der Politik, wir reden jetzt von Bieler. Ja, dort auch. Ach, da. Ja. Ja. Also, wie ist, Seifelstein, wie ist die politisch korrekt? Muss man sagen, die Grüninnen? Oder die Grünetten? Oder wie sagt man jetzt? Weißt du, vielleicht möglicherweise die Grünlein. Die Grünlein. Wunderbar. Die Grünlein. Also bei der Partei die Grünlein. Verkleinerungsform stimmt ja auch, ne? Also was ist los bei den Grünen? Wir machen uns ganz große Sorgen um die Gleichberechtigung. Gerade bei den Grünen. Wirklich? Wir sagen aber natürlich. Es haben nur mehr Frauen was zum Reden. Na schauen Sie mit. Ja, überhaupt keine Männer mehr. Lauter gestandene Mannsbilder bei den Grünen. Majestät. Ja? Ich hätte Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Ja, was ist das? Eine Kaisersemmel. Die Leute in Österreich, die krochen wie die Kaisersemmeln. Ja. Momentan. Ja. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich meine, aber die ist lätschert. Ja. Die müssen Sie sich aufbehen noch, Majestät. Dann kraucht sie wieder. Schau. Ja, wir haben zum Glück keine finanziellen Probleme. Wir brauchen kein Geld. Nein, es geht auch nur darum, Majestät, dass Sie erinnert werden sollen an das Schicksal Ihres Volkes. Ja. Die Leute krachen wie die Semmeln momentan. Ja gut, wenn das man 100 Millionen schlecht zahlen muss, damit man wieder aus dem Häfen rauskommt, das ist eine Idee. Sehen Sie. Wir essen es dann später. Ja. Also wir machen uns wirklich Sorgen. Die Frauen übernehmen das Ruder in der Partei und die Männer haben überhaupt nichts mehr zum Reden. Wir sind für die Gleichberechtigung. 50-50. Seifenstein, wir müssen ihn ein bisschen pimpen. Jungen wird in Oellinger, damit er ein echter Mann wird wieder. Zu Befehl, Majestät. Vormärz. Ja, wir haben was vorbereitet. Super. Ja, das T-Shirt ausziehen vielleicht. Fisch. Ja. 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 Kommt gut. Ja. Ja. Und jetzt noch. Ja, da fehlt noch was Männliches, Seifenstein. Noch was Männliches, was wirklich Männliches. Verstehe, Majestät. Biedermeier. Ja. Ja. War er beim Bundesheer? Weiß er, was das ist? Erfahren. Ja. Okay. Ja? Was ist das? Ein STG 58, Majestät. Richtig? Wir haben schon befürchtet, er sagt, das ist eine Glawischnikow. Also, wir müssen im Nachhilfeunterricht offensichtlich geben, Seifenstein, die Spezialprüfung. Verstehe, Majestät. Herr Oellinger, wir haben einen kleinen Test vorbereitet. Wir spielen Ihnen nun 3 Geräusche vor, die Sie als richtiger Mann auf jeden Fall erkennen sollten. Erstes Beispiel, Hoftonstelle, bitte. Das war ja ganz einfach. Ja, ich würde sagen, das war ein Porsche. Ja, aber welcher? Ein Porsche.
Welcher? 9-11. Richtig. Schau. Das war einfach. Nächstes Beispiel. Beispiel 2, Hoftonstelle, bitte. Kawasaki? Keine Ahnung, der Mensch. Einigen wir uns darauf, dass man nicht Buh sagen, sondern Schleckerpatsch. Buh ist so würdelos. Ja. Schleckerpatsch macht mir Spaß. Schleckerpatsch, Schleckerpatsch. Es war eine Harley Davidson, Majestät. Natürlich. Ja. Hat ja jeder bezahlt, Berufszweifelstein. Also, drittes Beispiel, bitte. Ein Raupengerät, ein Bagger. Ah, ja, wir kommen der Sache schon näher. Was für eins? Ein Bagger. Ein Bagger. Wie ein Dreijähriger in der Sandkiste. Bagger. Ja, ja. Keine Ahnung, also sagen Sie es im Seifenstein. Es handelt sich um einen Mobilhydraulikbagger der Marke Caterpillar. Oh. Das sollte jedermann zu Hause haben. Er hat den Test nicht bestanden. Vielleicht sollte man mit ihm den Nachhilfeunterricht machen, Seifenstein. Wenn Majestät darauf bestehen? Ich bestehe darauf. Augenweide! Also, wir testen jetzt. Oh. Aber. Ja, da sieht man es, dass es mit seiner sozialen Intelligenz nicht weit her ist. Warum? Er hat noch gar nichts gesagt. Na schön. Ja. Na schön. Na ordentlich fein. Anreden. Na, wir zeigen ihm, wie das geht. Hang weiter. Hallo. Wir sind ein Grüner. Müsst mein Zweigel sehen. Das wächst sie aus auf einem Baumstamm. Haben Sie noch mehr solche Tests? Ja, einen haben wir noch. Fein. Wir kommen dann nach, wir machen den Test dann privat. Mit. Wenn er nicht weiß, wie er mit einer fremden Frau zu reden hat, vielleicht weiß er, wie er mit einer Frau, die er kennt, zu reden hat. Also. Seifenstein? Probieren wir's. Hofbittstelle, bitte. Also, wer ist denn, Seifenstein? Das ist die Bundesvorsitzende der Grünen, Eva Glawischnik. Also, was sagst du zu der? Wunderbar. Das ist ein schwieriger Fall, Seifenstein. Nein, wenn Sie es jetzt sehen und Sie wollen mit der Glawischnik ein bisschen dienen, machen Sie mir ein bisschen Freude. Soll ich aufstehen? Eva da, Micky Maus, du Scharfe. Was ist? Kommst du zu mir vom Kamin? Haben wir Robbenfell. Extra von ein paar Heuler, die sind weicher. So macht man das, hinsetzen. Nächstes. Weißt du, dann hätten wir noch Maria Vasilaku, die Vorsitzende der Wiener Grünen. Ah, das ist ganz einfach, ne? Maria. Maria, du machst uns heiß wie ein griechischer Waldbrand. Maria. Du bist Athen und wir sind die Unruhen. Nächstes Beispiel, Seifenstein. Weißt du, dann hätten wir noch die Vorsitzende der niederösterreichischen Grünen, Madeleine Petrovic. Ja. Madeleine, man muss auch wissen, wann es genug ist. Seifenstein, wir müssen ihn auf ein Männlichkeitscamp schicken. Ja, keine Ahnung. Probieren wir es. Ja. Ja, dann bedanken wir uns für das Semmerl.
Majestät. So sind wir noch nie beschenkt worden. Also er darf sich zurückziehen, aber...